Ey! Ey! Was fällt dir denn ein? Spiel, ich habe nicht gesagt, du kannst hier Fullscreen machen. Wann habe ich dir das denn befohlen? What? Schieb das mal schön wieder. What the fuck? Fenster. Änderung beibehalten. What the fuck? Weißt du, ich klick rein und auf einmal ist das Spiel Fullscreen. What the fuck? Was ist eigentlich mit der Konfi? Es ist gerade niemand anwesend. Von daher. What? Neue Seuche entdeckt. Folge solchen Typ. Schattenpest. Oh geil, ich kann Vampire erschaffen. Oh. Okay. Ich meine, ich habe zwar absolut nichts, doch ich habe hier. Oh, cool. Auf normal. Ah, und der Virus ist offenbar auf Englisch. Und creepy Musik. Centuries ago, a human close in death was affected by a silent plague. A shadow plague buried in the underground human was slowly consumed by and transformed. Chosen where your vampire has emerged. The shadow plague has fully mutated the DNA and most being great power. Hunted by eternal hunger and rejoin the world. This time humanity will fall. Yeah. Ich habe immer in China angefangen. Hat sich immer als sehr. Seit wann ist das ein Feature? Und dazu diese Musik. What the fuck? Er hat sich damals unglaublich verändert. Doch der Vampir wittert weiter das Blut von mir. Aber Mensch, und auch warten. Okay. Wir haben einen Vampir. Nee, warte, das war das nicht. Das war Pause. Wo war denn nochmal? Dein Vampir kann die Welt verändern. Das erwarte ich von einem Vampir. Der Vampir wird auf der Weltkarte das rote Symbol. Diese Musik, ey. Verfügt über ein einzigartige Kräfte und Fähigkeiten. Setz den Bedacht ein und werden singen zu lassen. Ah, hier, genau. So, warte, was hast du denn? Du hast keinerlei Übertragung, aber. Alter! Symptome. Der Vampir verbreitet Schattenpest und hilft so der Mensch hier unterordnen Opferlein schwere Blutergüsse. Ach du Scheiße. Kostet auch 0 DNA-Punkte. Blutdurst. Aber er nährt sich im Blut und Leben auf der Trinken und saugt letztendlich komplett aus. Vampir passt in der modernen Welt an und Aussagen, wodurch er den Menschen schwer entdeckt. Ah. Das kostet dann wieder Punkte alles. Hat sich ein Versteck bauen. Okay. Aber sonst. Ich mach das jetzt einfach mal. Vor allem ist das, kommt mir so vor, dass das Spiel jetzt hier unten auch auf Deutsch. War das schon immer so? Nachtaktiv. Infizierte können nachts mehr, aber nicht mehr schlafen. Erhöhte Ansteckungsgefahr. Dunkle Pusteln. Boah. Vampirwachen. Da schaffen wir einen neuen Vampir. Giftige Mutagene. Alter, cool. Oh, 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 halt. Nicht so schnell. Hol hat, also Hol ist auf jeden Fall, ne? Eigentlich ja, eigentlich ist es Dio. Definitely. Warte mal, ich hab doch 29, ich Depp. Warum warte ich denn noch?
Oh. Ah, jetzt ist hier die. Jetzt ist Übertragungs. Durch Blut. Tröpfchen. Sollen wir erstmal ein paar anstecken? Es soll ja noch nicht lethal sein. Hol braucht den Vampir für die Ausbreitung. Ja, die Krankheit ist schwach und anfällig. Der Vampir muss seine Kräfte entwickeln und seine Ausbreitung einsetzen, damit er sie nicht so leicht geheilt werden kann. Oh Gott sei Dank, ich bin ja wohl noch nicht entdeckt, oder? Diese Musik, ey. Blutsaugender Vampir erregt Aufsehen in China. Ach so, okay, na dann. Er nimmt so blute Opfer, hinterlässt ausgesaugte Leichen, damit die Menschen erkennen, was schlimmer da ist. Okay. Did I fuck up already? Okay. Ich hab das Spiel seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt, ne? Oder so langsam wird das. So langsam wird das, meine Kinder. So langsam wird das. Fahr nur nach Blutkult. Alter, die Bilder auch dazu. Anführer in China. Würden in China haben den Fahnen nach einem gefährlichen Einzelhandel bestätigt. Hol hängt irgendwo in China ab und beißt Leute. Kann ich den irgendwo hindragen? Nee. Okay. Someone got killed. Twilight lügt! Ich habe ein Achievement gekriegt, das heißt Twilight lügt. Templar Industries spielt beide Vampirbedrohung. Tempel ist erreicht. Was? Bürgerwänschen bekämpfen Vampir. Was? Ich habe so das Gefühl, ich habe schon irgendwie komplett falsch gemacht. Ich muss, glaube ich, wirklich eher Leute killen als, ne? Also, mal begeben und. Ne, warte. Machen wir mal so. Das Vampirwachen beginnt. Hol sucht nach einem Vampirwirt. Zu früh, Leute. Ich habe doch niemanden gekillt. Es sind alle noch am Leben. Die paar Tausend. Die paar Tausend. Okay, also ich werde wahrscheinlich verkacken. Sein, Woll, Schnef, Bäh. Pusteln. Ah, okay. Ja, aber warte mal. Ach, wahrscheinlich hier Blutdurst. Probably. Jesus. Wohl auf Beobachtungsliste gesetzt. Ne, warte, was? Infiziert das? Ja, aber es sind ja. Ich habe ja aus Versehen offenbar schon Leute abgemurkst, also von daher. Von daher. I probably did something wrong. Ich habe es gewusst, dass Hull ein Vampir ist. Natürlich ist er das. Ja, jetzt haben die sogar schon Heilung. Okay, man muss es also wirklich anders machen wahrscheinlich. Was war denn hier?
Was hat dafür gesorgt, dass die... Ja, wahrscheinlich muss man... Man muss wahrscheinlich wirklich direkt anfangen zu killen. Aber denn so effizient killen... Dass... Die Heilungsmaschine von Vampir in den Versteck. Ja, machen wir mal. Mal gucken, noch ist er... Vielleicht ist er noch nicht voll... Was? Dunkles Herz. Achievement get. Vampir vor Versteck in China. Ach so. Ich verstehe Vampir als Basis. Alter, die Bilder sind voll creepy, ey. Aha. Templer setzen Drohnen gegen Vampir. Alter! Was ist mit euch kaputt? Dunkles Ritual, während der Blut nicht angegriffen wird und ein. Ich habe so das Gefühl, es sind weniger die Symptome, die man hier braucht. Vielmehr. Schattenportal. Okay, ich mache jetzt gerade einfach mal drauf los. Ich werde wahrscheinlich sowieso nochmal neu machen müssen. Flap, 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 flap. Ja, aber das Heilmittel ist ja schon unterwegs, also von daher. Zerstöre Labors! Alter. Ah, there we go! Ja, okay, jetzt verstehe ich. Oh, Luzi, bei mir sah es cool. Nein! Der Vampir wurde getötet. Ja. Hohl wird ausgerottet. Okay. Neustart. Es ist immer noch hohl. Schüssel, wenn man ein paar Emojis. Ja, weißt du was? Diesmal einfach aus Jux. So. Ja, und schon, der fängt nämlich direkt an zu morden. Das, du darfst da offenbar nicht so lange lang schnacken bei dem. Da darfst du offenbar nicht lang schnacken. So, und das sind offenbar so diese essentiellen Sachen, die ich mal ein bisschen, die ich leveln sollte. Macht zumindest, deswegen kriegt man wahrscheinlich auch zu Anfang die Punkte dafür. Es würde zumindest Sinn ergeben. Mhm. Vampir kann die Welt verändern. Das
Zeit hol auch sein Versteck hier in Deutschland. So, there we go. Machen wir mal so, mal gucken. Von daher... Ja, jetzt ist es ja erst noch eine unbekannte Krankheit, aber ich fange ja hier schon jetzt an, durchzudrehen. Vampir sucht jeder nach der Menschenheim. Magier mit dem Blut infiziert mit den Schattenpest. Oh, das klingt praktisch. So, die Templer. Ja, ihr Templer, ihr könnt mich mal. Scheiß Templerschweine. Oha. Oh shit. Fuck. Na, noch scheint's aber nicht verloren zu sein, oder? Ich denke mal. Das Vampirwachen beginnt. Ein Vampir will mehr Menschen werden dahin helfen. Kann wiederholt verwendet werden. But how do I? Ja, das Problem ist, sobald ich halt mit dem ganzen anfange, sterben schon Leute. Also, es fällt instant auf. Deswegen, einfach anfangen, hier erstmal zu infizieren, so wie das in meinem normalen Spiel ist, geht leider nicht. Und da jetzt hier, ja... Wie kann ich denn jemanden... Hallo. Nimm doch. Es war die Rede von Vampirwachen, aber irgendwie... Vampirwachen, ja. Durch giftige Mutter gegebenenfalls infizierte Menschen sterben oder irgendwas eine Wirt gefunden. Mehrfach verwendbar, ja, aber wo? Where? Weil aktuell kann ich gerade gar nichts mehr machen. Die Runde läuft jetzt noch schlechter als die davor. Kann aber auch nichts. Hä? Ich bin ganz ehrlich, ich raff das nicht. Ich hab die Fähigkeit doch. Warum kann ich denn keinen neuen Dings machen? Keinen neuen Vampir? Schön und gut, dass er hier vor sich feuchtfröhlich vor sich hin mutiert. Aber ich hätte gern einen neuen Vampir, den ich kontrollieren kann. Ja, ne, das...
Das wird nichts. Da war das in China noch besser. Aber hier. Ist ja, es fängt ja schon direkt so an. Weil er noch mutieren muss. Ach so. Deswegen. Machen wir mal so. Und dann lassen wir das jetzt erstmal ein bisschen. Ja. Lassen wir es jetzt erstmal ein bisschen gedeihen. Weil der mordet ja feuchtfröhlich vor sich hin. Deswegen ist es ja nicht so, wie man es sonst bei Plagging kennt. Da bei den Basic-Fähigkeiten ist eine, die sich unauffällig macht. Bei den Basic-Fähigkeiten? Welche meinst du jetzt? Die hier wahrscheinlich, wa? Ist eine, die sich unauffällig macht, aber welche? Ich meine, vorher kann ich mich auch nicht, ne? Suchen die schon an mir. Warte, was? Die mit dem Kopf, die war beim Vampir. Die hier? Was ist hier in der modernen Welt an und kann den Opfer unbemerkt außer. Ja, warte mal. Dann machen wir doch. Wenn das der Fall ist. Hä? Ah, da ist er. Da ist er, der Stinker. There we go. So, dann wollen wir mal gucken. Vielleicht funktioniert das ja jetzt ein bisschen besser. Ich meine, was ist... Achso, das ist nur der eine hier. Ah. Ah, warte, ich habe Dings vergessen. Ihn hier. Okay. Maybe this works. Vielleicht kann ich auch jetzt ein bisschen hier, genau. Wollen wir mal gucken, vielleicht funktioniert das ja jetzt. Meine killt weiter feuchtfröhlich vor sich hin. Aber... Achso, das kostet alles mehr. Nachtaktivsyndrom. Ah. Ja, das ist gut. Nachtaktiv finde ich gut. Warte mal.
Stimmt, da unten ist ja auch diese Leiste von wegen, was Wasser erhöht. Da muss ich mal drauf achten. Die habe ich immer damals nicht so häufig benutzt. Das heißt, hier kannst du dich heilen, falls du das Leben verlierst. Muss darauf achten, vor allem, weil du Stützpunkte angreifst. Wo kann ich denn sehen, ob ich, ne, ob ich mich heilen muss oder nicht? Mein. Ah, okay, das hätte ich vielleicht jetzt nicht machen sollen. Das war vielleicht nicht meine beste Strategie. Aber... Oh lala! Okay! Gebracht hat's aber was. So. Was hast du diese Musik immer, ne? Templer-Spasten. So auf jeden Fall versteckt der Welt. Oh ja. Das klingt praktisch. There we go. Da haben wir noch einen. Wunderbar. Wieso kann ich jetzt... This is how it works. Jetzt verstehe ich. Ahahaha. Jetzt ist aber dafür die Heilung schon fast fertig. Ja, das sieht also wieder nicht gut aus. Es sei denn... Ja, jetzt sind die schon fertig. Scheiße. Es sei denn... Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Nee, warte. Er hier kümmert sich jetzt mal weiter um solche Probleme hier. Ist jetzt nicht schon Drohnen gegen mich ein? Ich glaube, es geht los mit euch.
Ah, shit. Okay. Ich sehe das auch jetzt. Jetzt verstehe ich auch, wie das mit dem Heilen funktioniert. Ich wollte eigentlich... Are you fucking nuts? Können wir einfach mein Zeug kaputt machen. What? Oh, come on. I was doing so good. Oh, Mann. Okay. Das ist doch machbar. Das kriegen wir ja wohl hin. Oder? Ich meine, da wird ja wohl drin sein. Try this one more time. So. Was ist das denn hier? Das Heil mit Leimer fertig, hast du schon verloren. Naja. Nicht unbedingt. Nicht in dem Szenario hier. Nani? Kommt das alles auf YouTube? Probably. Das Problem ist, es ist immer ein bisschen schwierig zu erkennen, wie viel Damage der Vampir jetzt nimmt. Könnte an meinen Einstellungen liegen. Die Musik ist echt over the top, so ein bisschen. So, und jetzt müsste ich quasi... Zumindest glaube ich das. Also ich habe so das Gefühl, dass das so ist jetzt. Ey, die Templer, ey, ihr könnt mir mal. Naja, der Virus ist nicht echt schwer. Ich bin einfach nur echt dämlich. This is probably it. So. Und ich habe dieses Spiel jetzt seit... was weiß ich, wie lange nicht mehr gespielt. Ich mach das mal jetzt auch so. Ich reiß jetzt mal einfach ein bisschen durch die Gegend mit meinem kleinen Vampirlord, ne? Wieso kann ich denn jetzt... Achso. Langsam aber sicher. Es fällt aber dann offenbar weniger auf, so wie es aussieht. Bekämpfen Vampir. Echt jetzt? Gut. Fahr ich wieder weiter. Fuck you. Das scheint einer dieser essentiellen Fähigkeiten zu sein. Schlicht und ergreifend durch die Gegend reisen bis zum Kloppen.
Wollen Menschen töten, also fangen wir jetzt. Ah, auch nicht schlecht. Warte mal. Das kostet. Oh. Das sehe ich jetzt erst, dass das fucking DNA-Punkte kostet. Und ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum das nicht funktioniert. Das bringt aber auch wieder ein bisschen was in die Kasse rein. So ist es ja jetzt ja nun nicht. Oh, das ist... Ja, gut. Steroide. Ja, fuck. Ja, jetzt haben sie einen entdeckt. Ja, und jetzt arbeiten die schon an einem fucking Heilmittel? Wo denn? Ach du Scheiße, am Arsch der Heide. Neuer Vampir in Russland erschaffen. Da oben! Weißt du was? Hier, gönn dir eine Bude. Mach da oben gleich mal ein bisschen Stunk. So langsam fange ich an, das Ganze zu verstehen, glaube ich. Es ist was ganz anderes einfach. Oh, wenn das mal nicht schon zu spät war. Jetzt verstehe ich auch, wie das mit der Heilung zu funktionieren hat. Mach kaputt. Ja. Aber trotzdem, ich kann das Heilmittel einfach nicht aufhalten. Eieieiei. Wow! Also entweder bin... Ist in der nächsten Karte, indem du einfach nochmal... Ja, gut. Gut, hast ja gewonnen. Spiel ich halt mal auf easy. Pass auf, wie ich das da auch nicht hinkriege. Niemand wäscht sich die Hände. Forscher arbeiten nicht. Seht zu, wie ich es auf easy nicht schaffe, ne? Nur mal so. Ich versuche gleich mal wieder so eine ganz normale Krankheit, weil ich glaube, ganz ehrlich... Ich bin hier schlicht und ergreifend zu dämlich für. Also entweder das oder ich kriege es einfach nicht auf die Flöte. Ich habe das normale Spiel damals schon nicht so gut hingekriegt, immer. Davon mal abgesehen. Naja, Superfly glaube ich nicht. Das Spiel war nice, aber ich glaube, da sind wir fertig mit. Vor allem, es ist ja auch nicht... Letzten Endes, man ist ein fucking Vampir und nicht eine Krankheit. Klar, es
ist an sich eine Krankheit, ja. Aber, ja. Es ist nicht hier so, dass du jemanden anniest oder so, das Ganze durch die Luft geht, ne? Oh, diese durchgeknallte Musik auch, ne? Aber ich find's halt cool, dass sie solche Updates überhaupt machen. Hat er jetzt schon wieder irgendwas Mordendes entdeckt? Nö, hat er nicht. Okay. Man muss ja mal aufpassen. Der macht ja ganz schnell immer, dass er hier Leute abmurksen will. Versuch halt jetzt erstmal. Menschenheim markieren, wird sie jetzt in der Schattenpest. Das hier wäre natürlich auch nützlich. Meint mal ehrlich, Leute, fresst nicht so viel. Okay, jetzt fahnden sie erst. Vielleicht funktioniert es ja doch so. Vielleicht ist es ja doch ein ganz normaler Schnupfen. Hust hier nicht so viel. So, ich glaube, jetzt können wir mal. Hallo? Ah, nee, du sollst. Ach ja, fliegen sollst du. Machen wir das mal so. Ey, das klingt immer, als würde irgendwer auf Glas rumkauen. Fehlt mir gerade. Mehr Vampire. Ich glaube, diese Giftwolke, dieser Schattenpfad, irgendwas bringt sie zwar jetzt schon wieder um, aber... Hör auf zu heulen. Ah, ein zweiter Vampir. Nee. Oh boy. Moment, habe ich Schattenportal schon? Ja, habe ich. Ey, 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 ey. Ich meine, ja gut, es sieht jetzt schon wieder beschissen aus. To be honest. Ja, Blutrausch kann ich mir jetzt auch erstmal nicht holen. Und die sind jetzt gleich schon mit der scheiß Heilung fertig. Ja.
Brodel, Brodel. How fucking dare you? Ja, gut. Man kann das ja hier zurückschlagen, so ein bisschen. Wenn man da zuschlägt, wo die rumlaufen. Ach, come on! Genau wo ich da deren Scheiß... Ja. Ich bin selbst zu inkompetent, es auf easy zu schaffen. Wow. Ich hab keine Ahnung. Irgendwas mache ich hier grundlegend falsch. Irgendwas scheine ich hier komplett und grundlegend falsch zu machen. Ich mache jetzt mal eine normale Runde. Ich meine nur, ich muss nur mal jetzt wissen. Bin ich dämlich oder bin ich's nicht? Ich denke, ich bin dämlich. Also, Uwe Boll. Ja gut, lassen wir mal Uwe Boll. Ich meine, ich wusste mal, wie das geht. Betonung liegt auf mal. Oh Mann. Ich war mal halbwegs gut in dem Ganzen. Versuchen wir jetzt mal was Normales. Ganz ehrlich, vielleicht funktioniert das ja. Hier war das nur, man musste irgendwie aufpassen, dass das Ding nicht zu radikal entwickelt. Ich muss den Vampir mehr wechseln. Also den Vampir ganz normal seine Sachen machen und dann in der Lowest heilen. Ja, das Problem ist mit dem Heilen, das... Ich weiß auch nicht, ich hatte schon alles da auf Heilen. Aber offenbar waren die ganzen Basen, die ich hatte, noch nicht genug. Deswegen, also ich hatte ja... Offenbar musst du Basis spammen bis zum Erbrechen. Was eigentlich auch Sinn machen würde, weil ja... Hust nicht so viel. Ich will nur mal gucken, ob ich noch weiß, wie das jetzt überhaupt geht. Emni. Ja, ja, mach mal. Mach mal nur nicht so viel. Nur nicht so radikal. Hm? Ich glaub schon, wenn der Vampir selbst in der Ball. Ja, also ist, wenn er nicht da ist. Ja, aber dafür gab es ja diesen Schattenportal-Perk, wo das irgendwie, ne? Ja, Mensch. This is how we do it. Grönland ist immer so... Grönland ist immer das Schlimmste nachher zu erreichen. Husten! Der Husten! Deswegen Härte und Kälte. Härte und Kälte. Oh, das ist aber schön, das Ganze mal so zu sehen. Wisst ihr, so wie es eigentlich laufen soll. Ja, Skat Grünland. Noch ist alles. Ja, erhöht Ansteckungsgefahr, gut. Das könnte jetzt hinkommen. Oha. Kommen sie alle auf einmal wieder.
Das war... Genau, das war nachher, wenn die mit der Dings, mit der Heilung anfangen. Jesus! Gut, dass ich Tauben geskillt hab! Suddenly Tauben. Lungenentzündung. Ist immer noch nicht... Nee, immer noch nicht schlimm. Kann man immer noch so durchgehen lassen. Aber das ist halt bei dem Vampir gewesen. Du fängst halt instant an zu killen und musst halt... Ja. Ich schätze mal, du musst ihn einfach querbeet durch die Gegend schieben bis zum Erbrechen. Ja, ich habe so ein paar Punkte, könnte man sagen. Das hier, den hier. Schlafstörung. Schlafstörung ist, glaube ich, auch noch okay. Ja. Da darfst du dich gern hinmutieren. Alter, aber so früh Grönland. Jesus. Erster Todesfall? Was? Au! Infektion? Hä? Wodurch ist jetzt jemand krepiert? Was ist jetzt die des Todes? Oh, hier. Kann tödlich... Oh, fuck. Wie viel haben wir jetzt schon? Vielleicht können wir das noch retten. Paranoia. Anfälle. Und Wahnsinn. Und entzünden. Vielleicht können wir das tatsächlich noch retten. Ich meine, die Heilung hat begonnen, aber... Das muss ja nicht schlimm sein. Das können wir eventuell noch retten. Amis sind noch innere Blutung, ja. Übelkeit. Gucken wir doch mal. Dann drehen wir noch ein bisschen weiter durch. Mein liebes, ne? Wahrscheinlich kill ich die jetzt zu schnell. Probably. Erbrechen! Yay! Aber ich hab welche. Ich hab ja welche hier. Hier sind welche infiziert. Tumore! Ja, Mensch! Balkistan rastet aus, okay. Oh, ihr könnt hier nichts mehr heilen. Scheiße, ich glaube, ich hab... Ja, ich töte zu schnell, ja. Ja, ich töte zu schnell, fuck. Wobei wandelnde Tote, warte mal. Was eigentlich sinnlos ist, weil, sagen wir es mal so, die Welt könnte jetzt so oder so, kann sich sowieso ins Knie ficken. Ich habe auf Stillstand gemacht, ich wollte gerade sagen, wieso geht denn jetzt hier nichts mehr weiter? Ja, das ist immer, ne... Ich töte echt zu schnell, fuck. Hat seine Wirte getötet. Gesunde Menschen überlebten, was unlogisch ist, weil die können nirgendwo hin, weil überall Leichen rumliegen.
I literally fucked up again. Come on. Also, ich will wenigstens einmal hier gewinnen. Wenigstens einmal. Come on. Wenigstens ein einziges Mal. Aber das ist immer, wenn er schon anfängt zu töten, obwohl er noch nicht töten soll. Gut, diesmal achten wir besonders drauf, dass niemand drauf geht. Das kann ja, ich meine, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin echt zu inkompetent, Leute umzubringen. Bin ich echt nicht in der Lage zu. Außerdem zu schnell töten, also. Was wollen die Leute hier? Was will Kanada tun, ne? Was will Kanada tun? Ausschlag. Ausschlag ist auch noch cool. Es darf nur niemanden umbringen. Das muss ich sonst verhindern. Infiziert Tausende, ja. Das sagt man häufig über seine Filme. Mann, und dabei hatte ich hier so schnell Dings hier. Ne? So schnell Grönland. Hust nicht so laut. Moment, was? Achso, ich wollte gerade sagen. Ey, renn! So, jetzt fängt das an, schön auszusehen hier. Ich gehe mal wieder auf Taube, das hat das letzte Mal gut funktioniert. Ratten der Lüfte, ey! Ratten der Lüfte. Schwitzen. Schwitzen ist nicht tödlich. Gut, zum Glück. So, there we go. Die Tauben regeln. Jetzt muss ich mal wieder hier und hier. Das lassen wir diesmal weg erstmal. So. Das ist schon mal alles irgendwie ansteckend. Überempfindlichkeit. Okay. Ich check das jetzt jedes Mal, sobald irgendwas mutiert. Weil ich hätte gedacht, ich könnte das outspeeden, aber ich konnte es nicht. Und wenn du den Fehler einmal gemacht hast, ne? Kann tödlich enden. Ah, 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 ah. Geh. Husch. Du bringst mir hier niemanden um. Noch nicht. Genau den Fehler haben wir das letzte Mal gemacht. Und dann sind wir in Kalkutta gelandet. Husten, ja. Husten kannst du tun, so viel du willst. Husten ist okay. Beep, beep. Kann man Mücken und Ruder empfehlen, ist echt gut. Okay. Warte, warte. Okay, ich dachte schon. Ja, Grönland, nice. Übelkeit ist auch noch okay. Oder? Nee, es ist alles noch okay. Okay. Und Schaf Level 2. Lähmung. Lähmung?
Nee, 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 nee. Du kleiner Drecksack. Ich hab gesagt, du sollst hier niemanden töten. Lungenentzündung. Kann eine Lungenentzündung tödlich sein? Nee, warte. Lungenentzündung. Hier, alles gut. Ist nichts weiter als ein Husten. Chill deine Zone. Ach shit, ich hätte auf Tauben skillen sollen. Das klingt nicht gesund. Kann tödlich enden. Fuck off. Geh weg. Husch. Na, 33 für Taube. Nee, ich gebe doch nicht 33 für Taube aus. So. Er hat ein Ödem. Was? Machen wir so. Komm, steck die letzten jetzt. Ich darf nur nicht zu schnell killen. Das muss ich mir echt abgewöhnen jetzt. Deswegen hoffe ich, dass die letzten jetzt hier noch infiziert werden. Niesen. Ja, niesen ist okay. Niesen tun wir alle. Erbrechen ist auch okay. Ihr dürft hinkotzen, wo immer ihr wollt. Anfälle. Das geht auch noch. Fieber ist auch okay. Komm, einfach die letzten paar Leute anstecken. Es sind nicht mehr viele. Ultraler 78, vielen Dank für den Sub. So, come on. Entzündung, komm. Get this weak shit out of here. Come on. Ja, geil. Ist jetzt jeder... Ja, es ist jeder infiziert, okay. Then go and kill. Oh nee, come on. Nee, come on. Das nimmst du mir jetzt nicht weg. Oh, leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Come on. Wirklich? Fucking hate this game. Oh, but no. Überträger rückgewinnen, alles töten, sowas geht. Aber die, wenn ich die funktioniert ja nicht. Ich kriege ja keine Punkte dadurch wieder. Ist irgendwer in der Konfi? Nö, ich gehe jetzt trotzdem rein. Fuck this. Mann! Das geht mir gerade echt auf den Keks. Weil wenn ich die rückentwickelt habe, ja, ich brauche die Überträger ja nicht mehr, aber das kostet mich ja trotzdem Punkte, die wieder zurückzuentwickeln. So wie ich das verstehe. Und wenn ich das tue, habe ich ja so oder so keine Punkte für die ganzen Killer-Dinger. Zumindest denke ich, warte ich mal nochmal. Ich starte nochmal und guck, ob das so war. Ich meine, das war so.
Können ja mal gleich, wenn wir hier den ersten haben, können wir mal gucken. Doch, bekommst du das? Ja, aber ich, mir wurde die ganze Zeit immer was abgezogen. Da habe ich extra drauf geachtet. Wenn ich hier die Symptome zurückentwickelt habe. Zurückentwickeln. Pass auf. Kostet mich. Kostet mich. So, yeah. Deswegen ja. Ich hab mich schon gewundert. Und das Zurückentwickeln würde jetzt... Ja, kostet mich 2. Also würde das so gar nicht funktionieren, leider. Aber ich meine, ja, ich meine auch, ich hatte das aber zum Hauptmenü. Ja, irgendwas, was weiß ich. Hier. Bonus-DNS bei Rückentwicklung. Scheint irgendwas anderes mit gemeint zu sein. Das muss dann irgendwas anderes sein. Ich meine, ich bin noch nicht mal weit in dem Spiel. Und das mit den Vampiren dreht mir immer nur auf. Come on. Ein fucking Mal. Ich möchte es wenigstens einmal schaffen. Los, hol. Let's go. So. Ein letztes Mal, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Ich bin jetzt mal einfach mehr unterwegs. How about that? Baue jetzt über, klatsche jetzt überall meine Basis hin. Ich bin jetzt einfach so ein richtiger Speedo-Vampir. Plopp überall die Dinger hin. Ne? Ich bin jetzt mal so ein richtiger Speed-Vampir. Weil überall, wo ich hinkomme, ist ja, ne, da passiert ja. Da habe ich ja was, ne? Aber wieso kostet das 21? Wieso kostet das hier? Achso, je mehr wahrscheinlich, desto mehr kostet es. Aber ich kriege ja auch gut... Ach, das ist... Ich dachte, das ist so was, wie ich über habe und nicht der Preis. Ja, that's good. Außerdem habe ich diese blöde Musik vermisst. Na komm. Scrub mal da runter. Dio shall rise again. Überall so ein bisschen mal, ne? Ich mach jetzt einfach rein. Ich bin jetzt einfach mal Turbo-Vampir. Mal gucken, vielleicht funktioniert das ja. Ich meine, da kriege ich durch die Dinger Heilung. Naja, Heilung nicht unbedingt, aber... Ich kriege Punkte dadurch. Jetzt haben die ja jetzt schon entdeckt, diese Säcke. Wir Fledermaus, besonders über Früchte. Über Früchte? Shush.
Burt. Ja, weil die Infektion. Warte, was? Wieso bin ich versprechen? Bisher wurde kein Grund. Stell dir mal vor, auf einmal so ein Vampir bei den Olympischen Spielen. Weil die Infektion läuft ja weiter. Ne? Ich hätte mal Luft machen sollen. Maybe. Jetzt haben sie schon die ersten Labore. Natürlich genau da. Auch so lange dauert, bis mal so ein, ne? Ups. Nachtaktiv. Er mutiert ja auch von sich aus ein bisschen. Das Problem ist, ich kann jetzt ja schon die Dings nicht wirklich aufhalten. Aber immerhin habe ich die Templer jetzt noch nicht im Arsch. Destroyed. Ah, there we go. Ja, ich glaube, man muss hier schon so ein bisschen... Ich kann nicht sehen, ist das da? Ich hoffe mal. Nee, da ist... Oh, so ein kleines Mistland. Angriff. Das hier einmal... Jetzt sag mir nicht, das ist wieder so ein Nano-Start hier. Ja, oh. So ein Vampir muss reisen. Der muss viel unterwegs sein. Oha! Ah, jetzt kommen die Templer. Jetzt kommen die Templer-Stinkies. Okay. So klingt's ja. Vampire. Okay. Na. Nein, nicht. Och. Du doof. Du doof Kopf, du.
Da, hier. Auch nach Schweden. Oder Norwegen oder whatever. So, den hier schicken wir jetzt auch mal hier runter. Ah, hier war ja schon wer. Jetzt haben die ein Heilmittel, das ist schön und gut. Aber wir haben einen neuen Vampir. Hier unten. Perfekt. Der baut uns jetzt auch hier mal kleine schnucklige Basis. Das Game ist auch geil an sich. So ist es ja nun nicht. Fuck, ich habe den auch so lange in Australien gelassen. Er wäre ja schön, weißt du, kaum guckst du mal nicht hin, schon sind die wieder alle tot. Ja, der ist auch tot. Der, das kann ich wieder. 45 kostet das dann. Ja, das war's. Nee, ich bin ganz. Ich habe keine Ahnung. Ich begreife es nicht. Entweder baue ich die Basen zu schnell. Oder whatever, I just don't get it. I don't know. Die Idee ist super cool, nur ich wüsste gern, wie man sie gewinnen soll. Ich habe keine Ahnung, ich habe gerade mal ein paar Leute. Oh Mann. Ich glaube, dafür, dass es sich an sich gut angefühlt hat, war es eigentlich eine total schwache Nummer. Oh Mann. Oh.